Leute, ja, angenehmen Samstag gewünscht. Und dann schauen wir mal nach einer Woche, was passiert ist. Ja, also Biotop wurde, wie gesagt, abgerissen, weil das Aquarium mein Nachbar braucht und ja, ich ja keinen Besatz habe, sondern nur Schnecken. Genau, lassen wir das mal lieber. So, den haben wir jetzt hier abgedichtet mit Styropor von mehreren Seiten. Wir haben den Filter, haben wir eingepackt in einen Frostschutz, also in diesen Aldi-Tüte, dass die Sachen, die man gefrorene Sachen kauft, nicht, also eine Gefriertüte, genau, dass die nicht auftauen. Und somit sind die Bakterien geschützt, da, falls kälter wird, hier auch ein bisschen, das reicht erstmal, da kommt noch Wolle dazwischen, hier auch. So, dann schauen wir mal, hier haben wir so ein Gitter gegen Schutz, gegen viel Sonnenlicht und ja, gegen Vögel, gegen Dreck. Und hier ist noch ein Styropor für die Ecke, falls mal auch kalt wird und ein bisschen abgedichteter. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Was haben wir hier? Schauen wir mal, was haben wir hier? So, wir haben natürlich jetzt erstmal abgemacht und dann gucken wir jetzt mal. So, da haben wir die Seerosen drin, abgeschnitten vom Teichexer. Die wachsen jetzt auch dann hoch. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Frosch. Fünf Pflanzen, Froschpässe, Froschdings, wie die heißen, genau von dem Gesellschaftsaquarium reingemacht einfach. Jetzt haben wir noch ein paar Blätter, die sind schon alle, keine Ahnung, aber noch drin. So, auf jeden Fall, wie man sieht, wa? Und wir haben natürlich zwei Fische mehr. Wo sind die Fischis? Die sind natürlich alle hier und hängen da unter. Zwei neue Goldfische dazugekommen. Sind jetzt 4 auf 200 Liter. Wasser ist ein bisschen bräunlich geworden. Hab Ehrenzapfen reingemacht. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum es so bräunlich geworden ist. Durch den Ehrenzapfen kann es ja eigentlich nicht sein. Es sei denn, es waren 40 Milliliter. Kann natürlich auch sein, so viel verteilt. Ansonsten weiß ich nicht woher, weil es war ja vorher grünlich. Ja, hab dann da mal einen Schutz unten ran gemacht. Dass nicht der ganze Dreck da drin landet. Genau. Kette abgemacht, nicht rostet oder irgendwas, festgebunden, ihr seht es ja. Ja, die haben ja ihren Sand da unten und andere Leute erzählen, ich habe keinen Bodengrund, keine Pflanzen, das war schon längst alles drin. Ich habe doch im Video erklärt, dass ich das mache, dass ich nur beim Einrichten, beim Durchspielen mit Wasservorräten am Anfang natürlich keine Pflanzen drin habe. Das ist alles nächsten Tag kommt, ist doch egal wie rum. Ja, Leute kommen hierher auf den Kanal und haten hier rum und erzählen irgendeinen Blödsinn. Ich mache ein Video über Algen, dass die natürlichsten Wasserpflanzen sind und dann kommen die und sagen, ich bin bekloppt oder irgendwas oder keine Ahnung, oder rede den größten Schwachsinn. Nee, ich rede Wahrheiten und ihr folgt den größten Schwachsinn im Internet und denkt, dass man Algen bekämpfen muss und alles so ein Quatsch. Ihr seid irgendwie alle ein bisschen, wa? Deswegen, wa? Mache ich ja den Kanal hier, weil ihr alle am Schlafen seid und gar keine Ahnung von der Erde habt und alles nur nachmacht von irgendwelchen Leuten, die 0815 alles machen und die euch die Angst haben und also alles aufmachen aus Angst und so, ja. 4 Wochen Aquarium einlaufen lassen ohne Besatz oder so. Oder die alle bekloppt oder so. Was ist bei euch los? Also ich habe gar keine Ahnung vom Aquarium einrichten, wa? Von gar nichts anscheinend. So sieht es nämlich aus. Ein Aquarium wird gestartet 1-2 Tage und dann ist es eigentlich eingerichtet. Da passiert dann nichts mehr. Kommt kein Nitrit hoch oder so. Ihr habt alle keine Ahnung. Ihr setzt da wochenlang eure Tiere, eure Pflanzen rein, Bodengrund, dies, das, Steine und Wurzeln und dann geht das alles, kommen Bakterien, alles geht kaputt und ja, kein Wunder, wenn man keine Tiere in Aquarium hat, wa? 2 Wochen durchlaufen lassen ohne Tiere. So einen Quatsch macht man am nächsten Tag, werden gleich Blasenschnecken reingemacht, dann Rennschnecken und dann danach nochmal gleich 2 Fische also, oder 2 Haupttiere, das, so sieht's aus. Ihr habt gar keine Ahnung vom Einrichten. Ja? Ihr müsst alle mal ein bisschen mehr klarkommen und nicht euch die ganzen YouTube-Kanäle angucken. Guckt euch mal lieber die Kanäle an, wo die Biologen euch das erklären, wa? Ich bin kein Biologe, aber ich setze das hier um, was die Biologen mir erklären. Wa? Angenehmes Wochenende.